Damit hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute wieder eine weitere Folge von meiner Franchise-Karriere mit den Detroit Red Wings. Heute gehen wir in die Spiele rein. Wir spielen das erste Spiel zu Hause gegen die Pandas. Mal schauen, was das wird. Mein Ziel ist es, in diesem Spiel zu gewinnen natürlich. Einfach für den Saisonstart. Wir haben eine okay Vorbereitung gespielt, würde ich jetzt sagen. Geht natürlich besser, aber ist auch okay. Das war der erste Konto von uns, Larkin. Schade. Wir haben 6 Spiele in dieser Folge. Mein Ziel ist es, 3 zu gewinnen. Von mir aus 1 in der Overtime, 2 reguläre Siege. Einfach gut abschneiden. Vielleicht auch ist ein bisschen mehr möglich, aber mein Ziel ist es, mit der Mannschaft in die Playoffs zu kommen. Von mir aus auf 4. Platz zu werden, ist dann auch okay. Und Larkin macht das erste Saisontor für die Detroit Red Wings. Super gespielt dort. Dann, ja, besser kannst du es dann nicht machen. Der Torhüter wird dann vielleicht von eigenen Spielern ein bisschen behindert, aber damit ist das erste Saisontor zu Hause nach 5 Minuten Moritz Seider und Waymond mit der Vorlage. Reiche. Oh, das gibt 2 Minuten für Reiche wegen Beinstellen bestimmt. Ja, Beinstellen. Bitter. Aber da hätte er auch mit dem Stock nicht so nachgehen müssen. Hier nochmal Moritz Seider als X-Faktor. Auch ein Weltklasse-Verteidiger. Und der Puck ist erstmal raus. Wichtig. Sind wichtige Sekunden für unsere Jungs. Sehr, sehr gut, dass wir die nicht einspielen lassen bei uns. Der Puck geht nicht raus und da ist es 1:1. Reinhardt macht das erste Tor. Sie mussten sich gar nicht festspielen. Und dann macht Sam Reinhardt das 1:1. Schönes Tor. Seider auf Waymond, auf Jones, der auf Larkin. Oh, schon wieder so eine gute Chance. Der Schuss muss nochmal kommen. Keiner vorm Tor für den Abpraller da. Der Schuss muss kommen, Stützler. Einfach nochmal, ja. Da ist das erste Drittel vorbei. Gutes Drittel von uns, ist okay gewesen. Florida mit 6 Schüssen. Ja, haben das Powerplay dann genutzt. Und wir mit 3 Schüssen. Wir hatten durch das Powerplay eine kleine. Hatten sie uns ein bisschen eingespielt. Aber jetzt kam er auch besser raus. Und hoffentlich im zweiten Drittel holen wir uns ein weiteres Tor. Vielleicht auch 2. Mal schauen, was das ist. Lundeström, jetzt Seider ist damit. Aber der Torhüter hält den Puck. Und jetzt Luft. Ist vorbei. Luff. Schöner Trick. Der Schuss kommt trotzdem. Leider kein Rebound wieder. Und jetzt Stützle. Super Pass da von Larkin. Und Stützle macht das 2:1 für die Detroit Red Wings. Super Pass da von hinten raus von Lundeström, glaube ich. Und dann, was ein Pass von Larkin. Und dann macht Stützle das 2:1 sehr, sehr abgezockt dort. Hatte noch mal 2 Panthers da im Hintergrund, aber da ist der wichtigste Führungstreffer. Es fängt vorne schon an, Lindeström mit einem Superpass raus. Dann hast du die Kette schon überspielt. Nur nicht jetzt noch das Gegentor zu lassen. Lieber jetzt noch mal rausspielen. Sehr, sehr stark. Und da gehen wir mit einer Führung ins dritte. Wir haben 10 Schüsse. Beide haben 10 Schüsse. Wir waren jetzt dieses Drittel besser. Verdienter Treffer. Aber wenn Florida vorne war, war es auch immer gefährlich. Müssen wir ehrlich sein. Luft jetzt nochmal. Luft. Vielleicht den Pass in die Mitte. Schade. Guter Versuch von Luft dort. Die letzten 2 Minuten. Wir müssen das hier über die Zeit irgendwie bekommen. Das ist jetzt alles Zeit, was hier kommt. Waymond.
Boah, stark rausgespielt, Stützle wieder alleine vor Bokanov. Und da ist das 3 zu 1. Was eine Kombination von unserer ersten Reihe, die hier komplett stark spielt. Das muss man ja einfach sagen. Die erste Reihe, die funktioniert im ersten Spiel perfekt. Stützle mit seinem Doppelpack für seine neue Mannschaft. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt leeres Tor. Und jetzt einfach nur den Puck irgendwie sichern und dann ins Anti-Net rein. Aber jetzt nochmal eine gute Chance. Uso hat den Ball. Waymond. Und Stützle. Ah, ich hätte rüber zu Larkin spielen sollen. Aber das ist egal, weil Stützle macht seinen Dreierpack und den Sieg für uns perfekt. Der erste Sieg, und hier werden die Kappen auf das Spielfeld geworfen für Stützles Dreierpack. Schönes Empty Net. Boah, eigentlich fällt jetzt vielleicht ein bisschen höher aus, aber wir haben auch schon extrem gut gespielt. Das muss man einfach sagen. Verdienter Heimsieg, würde ich jetzt sagen, für uns. Wir haben die letzten zwei Drittel super stark gespielt. Das ist der erste Heimsieg. Und hoffentlich folgen noch mehrere. Die Stars, die drei Stars. Lucas Waymond mit 3 Assists. Larkin auch. Also das sieht man. Larkin mit 1 Tor, 3 Assists. Der an jedem Tor war Larkin beteiligt. Und Stützle müsste ja kommen. Mit 3 Toren. Also die erste Reihe hat sehr, sehr stark performt. Und hoffentlich geht das jetzt so weiter. Wir spielen nochmal 2-mal gegen Florida. Jetzt aber erstmal gegen die Canadiens. Die haben auch das erste Spiel gewonnen. Mal schauen, ob wir hier was holen können. Und da ist der nächste Sieg für unsere Jungs. Da ist der nächste Sieg. Im letzten Drittel den Deckel drauf gemacht. Mit Seider sehr späte Tore. Hier von Reichel und Bear Queen. Wir hatten im zweiten Drittel das 1-0 gemacht. Bisher 2 sehr starke Spiele von unseren Jungs. Jetzt nochmal die Panthers. Die wollen natürlich hier die Revanche gegen uns. Aber wir müssen natürlich versuchen, das zu schaffen. Und da verlieren wir das Spiel mit 3-1 gegen Florida Panthers. Das erste Drittel wieder 0-0. Und dann in 3 Tore von Florida, und das war schwer für uns zu holen. Aber Söder Blum macht sein erstes Tor. Aber leider 3-1 verloren, ist noch akzeptabel, aber wir müssen weitermachen. Das ist jetzt ganz wichtig, nicht nach den 2 Siegen aufhören zu spielen, sondern einfach weitermachen. Und da verlieren wir das nächste Spiel gegen die Canadiens. 4-3. Das erste Drittel war ein 2-2. Die ersten 2 Tore für uns in den Drittel, wo ich nicht gespielt habe. Dann leider das zweite Tor los und dann hier leider am Ende 4-3 verloren. Toronto noch gar nicht so gut in der Saison drin. 5 Spiele, nur 1 Punkt theoretisch. Genau, 1 Punkt. Wir müssen natürlich jetzt für uns denken und müssen das Ding holen. Und wir verlieren das Spiel 4-2. Das wird jetzt nach den ersten 2 Spielen, habe ich gedacht, ja, das wären vielleicht doch mehr Siege. Aber leider auch hier wieder verloren. Am Ende hat Willy den Deckel drauf gemacht. Schade, schade. Aber jetzt spielen wir nochmal gegen Florida. Die haben sich gefangen nach unserer Niederlage. Haben jetzt dann ein paar Punkte geholt, 7 Punkte. Und wir wollen natürlich jetzt hier gewinnen. Das ist ganz klar. Und wir verlieren das Spiel ganz, ganz knapp mit 4-3. Das erste Drittel wieder 3-1. Es war wieder so ein hergeschenktes Ding. Und dann 4-1. Und dann Larkin nochmal mit 2 Toren. Eigentlich nochmal viel Zeit gehabt, um das noch zu holen. Aber leider haben wir das Spiel verloren mit 4-3. Am Ende gehen wir mit einem Endresultat raus von 2 Spielen. Und da von 6 Spielen haben wir 2 gewonnen. Ist okay. Zwar unter meinen Erwartungen.
Aber so ist das nun mal. Die nächsten Spiele sind gegen Arizona, Nashville, Ottawa, Canadiens, Chicago Blackhawks und Montreal, glaube ich. Genau, das sind unsere nächsten Spiele. Ich werde mir noch aussuchen, gegen wen ich spiele. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Abonniert den Kanal. Und dann hören wir uns beim nächsten Video.